Lass uns nochmal aufstehen zusammen und zusammen beten. Bitte die Hochtöne rausmachen. Dankeschön. Vater, wir sagen dir Danke für diesen wunderbaren Morgen. Wir geben dir alle Ehre. Wir sagen dir Danke, dass das Wort wie ein zweischneidiges Schwert jetzt fließen wird in Jesu Namen. Wir geben dir die Ehre und wir sagen, dein Wille geschehe, Jesus, wie im Himmel, so auf der Erde in Jesu Namen. Danke, dass heute Lebenslügen niedergerissen werden und deine Wahrheit heute aufgerichtet wird in Jesu Namen. Wir geben dir die Ehre. Danke, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Und alle sagen Amen. Dürft ihr wieder Platz nehmen. Wir begrüßen jeden Einzelnen auch da, wo du bist, in Österreich, Schweiz, in Südtirol, darf ich nicht vergessen, alle in Deutschland, alle, die sich zugeschaltet haben. Schön, dass du da bist. Schön, dass du auch im Saal bist. Wir haben ein richtig starkes Wochenende hier. Am Freitag hatten wir hier eine Gegenwart Gottes, das war richtig dramatisch. Wer von euch war am Freitag da? Mal kurz Hand heben, ja, mehr da drüben. Wer sagt, es war gut? Wunderbar. Mehrere Taufen im Heiligen Geist hier erlebt, richtig stark. Gestern haben wir eine Wassertaufe da hinten gehabt mit 9 Leuten, danach 7 oben Geistestaufen, danach am Abend hier noch Bekehrungen gehabt. Wassertaufen, Geistestaufen und Bekehrung, preis den Herrn. Heute haben wir auch die Gegenwart Gottes hier. Eine richtige, starke Bewegung des Heiligen Geistes am ganzen Wochenende. Halleluja. Besonders hervorheben möchte ich die Tamara. Kannst du mal kurz aufstehen, Tamara? Ganz kurz, ja. Tamara, du kamst gestern nicht geistgetauft, nicht wassergetauft und in Bindungen. Und alles drei wurde gelöst, ja. Du bist getauft im Wasser, getauft im Heiligen Geist. Und als du hast mir gestern das Zeugnis erzählt, als du ein Kind warst, musstest du schwimmen gehen, hast ein Trauma, einen Angstzustand bekommen, weil du fast ertrunken bist da drin. Seitdem konntest du nicht mehr in irgendwelche Wasser rein. Dann kommst du zu mir gestern und fragst, wie taufst du eigentlich? Schaffst du mich überhaupt zu taufen und so? Ich habe die Fragen nicht kapiert. Und das klappt schon und so, das wird schon klappen. Ich habe aber verstanden, dass es eine, oder später hast du mir das gesagt, dass es eine Belastung war dahinter. Und als du dich getauft hast, hast du gesagt, wurdest du frei von dem Geist der Angst? Und jetzt kannst du mit jedem schwimmen gehen, gell? Tamara, gell? Wunderbar. Tamara, wir freuen uns sehr. Tamara hat gestern das volle Paket bekommen. Wassertaufe, Geistestaufe, frei von Bindungen und Mitglied in der Gemeinde. Halleluja. Alles an einem Tag. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Das ist gut. Heute vor 2 Monaten waren wir zusammen in Kanada. Mein Vater, ich und meine Schwester Lilly. Die habe ich letztes Mal schon erwähnt. Wisst ihr es noch? Ich habe sie extra erwähnt. Sie hat mir gesagt, kauf den Anzug. Die hat gesagt, kauf 2 Anzüge. Den zweiten brauche ich auch noch hier. Genau, habe ich auch gekauft. Und wir waren dann zu viert waren wir im Auto. Wir waren in Vancouver, Downtown, also Innenstadt. Und fahren so rum, schon Ende unserer Reise. Und ein Geist der Hoffnungslosigkeit spüren wir dramatisch im Auto. Wir fahren durch diese Stadt, Downtown, und wir sehen links und rechts ganz viele Obdachlose. Obdachlose einer nach dem anderen, manche in Alkohol, manche in Drogen gebunden, hoffnungslos, nicht gewaschen, ihr Körper verkrümmt, Haare durcheinander, dreckig, mit einem Gesichtsausdruck der Hoffnungslosigkeit. Wir fahren durch diese Stadt und alle 4, und wir sind ja keine Anfänger im Glauben, verschlägt uns die Sprache. Und wir spüren diesen Geist der Hoffnungslosigkeit. Dieser Geist zerstört Körper. Dieser Geist zerstört Leben. Dieser Geist zerstört die Substanz deines ganzen Lebens. Und wir spüren das und fahren da durch die Gegend und sind geschockt von dieser Hoffnungslosigkeit. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht hast du deine Hoffnung aufgegeben. Du kämpfst schon seit Monaten, seit Jahren schon mit dieser Diagnose. Und du sagst, nee, jetzt ist genug. Es ist hoffnungslos. Und du merkst, wie dein Leben weggeht, wie diese Kraft weggeht. Vielleicht bist du in einer Ehe drin und du versuchst schon ein Jahr und schon die Therapie und diese Gespräche und das schon gemacht. Und du machst und tust und machst und tust. Aber es ist hoffnungslos. Und du sagst, nein, ich gebe meine Hoffnung auf.
Vielleicht machst du schon ewig rum in deinem Geschäft und die Leute mobben dich und mobben dich und du hältst durch und irgendwann kommt der Moment und du sagst, nein, das ist hoffnungslos. Hoffnungslosigkeit zerstört Leben. Hoffnung bringt Leben. Mein Thema heute, Hoffnung bringt Leben. Könnt ihr PowerPoint anmachen? Alles zusammen? Hoffnung bringt Leben. Lass uns mal hineinschauen in 1. Mose Kapitel 45, Vers 27. 1. Mose 45, Vers 27 und Vers 28. Das ist eine besondere Situation, denn Josef hatte 12 Kinder. Einer davon ist Jakob hatte 12 Kinder, einer davon ist der Josef. Jakob selber, seine Frau ist gestorben, sein Kind wird weggenommen. Es wird eine Lüge erzählt über dieses Kind. Dein Sohn ist tot. Es wird ihm ein Kleid gegeben mit irgendwelchem Blut, als Beweis, er ist tot. Sein Kind wird weggenommen, es werden Lügen erzählt über ihn und sein geliebter Sohn ist weg. Und dieser Jakob, er wird alt. Er wird immer älter. Und er hat sich abgefunden damit, aber er hat keine Hoffnung mehr, dass sein Sohn lebt. Er will schon zu Ende leben, er will schon sterben, aber er stirbt mit diesem unerfüllten Wunsch, mit diesem Schmerz, mein Kind ist tot. Und die Hoffnung ist zerstört. Und eines Tages kommt diese Hungersnot. Josef, ihr kennt seine Geschichte, er wird zum zweiten Mann im Reich. Er ist ein guter Verwalter. Seine Brüder kommen, um Essen zu kaufen. Er erkennt seine Brüder. Und dramatische Familienzusammenführung, richtig, richtig stark. Und an dem Tag, wo er sich zu erkennen gibt, seinen Brüdern, sagt er, hallo, ich bin Josef. Die erste Frage, die da ist, lebt mein Vater noch? Die Verbindung der Hoffnung ist nicht einseitig. Sie ist immer zweiseitig. Und diese Hoffnung des Vaters, lebt mein Sohn noch, da war Hoffnungslosigkeit und Ende. Der Sohn hatte aber noch Hoffnung, seinen Vater wieder zu sehen. Und diese Verbindung der Hoffnung, er wollte nichts wissen über seine Brüder. Er hat nur gesagt, hallo, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und sie sagen, ja, er lebt noch. Er schickt diese Söhne, also seine Brüder, zu seinem Vater. Und jetzt lesen wir in diesem Moment, was hier geschieht. 1. Mose 45, Vers 27. Sie kommen zu seinem Vater, alle Söhne, also die Brüder von Josef. Da redete sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, Achtung, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Können wir das zusammen sagen? Da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Und Israel sprach, genug, mein Sohn Josef lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Wow. Als ich am Anfang dieses Jahres die ganze Bibel durchgemacht habe, ist mir dieser Satz, Vers 27 mal zurück, dieser Satz so in mein Herz reingeschossen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Ich habe den noch nie so wahrgenommen. Hoffnung, er hat die Hoffnung, mein Sohn lebt und der Geist lebt wieder auf. Wenn die Hoffnungslosigkeit dich packt, geht der Geist runter. Wenn Hoffnung kommt, wird dein Geist wieder aufleben. Und dieser Jakob, er war hoffnungslos und er hört die Botschaft, dein Sohn lebt und er glaubt es nicht. Mm-mm. Mm-mm. Aber dann kommen die ganzen Wegen mit allen Geschenken und er merkt, das kann kein Fake News sein. Das kann nur stimmen. Und er sieht diese Wagen und dann lebte der Geist ihres Vaters auf. Es kommt wieder Freude in die Augen. Es kommt wieder Leben in den Geist. Es kommt dieses Aufleben wieder zustande. Und als ich das gelesen habe Anfang des Jahres, ich habe mich so gepackt und Gott hat gesagt, Daniel, lehre mein Volk, dass viele, viele ihren Geist runtergelassen haben und ich möchte aber, dass ihr Geist wieder auflebt.
Ich will dich aufrufen als neutestamentliche Gemeinde heute im Jahr 2023. Nimm die Hoffnung des Evangeliums wieder echt. Nimm sie wieder wahr. Nimm sie wieder in deine Hand. Und lass den Geist in dir wieder aufleben. Lass uns diese Hoffnungslosigkeit rausschmeißen und lass uns die Hoffnung wieder reinnehmen. Lass uns wieder leben und leben Überfluss haben. Und dieser Jakob, sein Geist ist wieder aufgelebt. Wer von euch will auch, dass dein Geist wieder neu auflebt? Was kann ich dir raten? Wirf dein Vertrauen nicht weg. Wirf deine Hoffnung nicht weg. Egal, wie arg deine Diagnose ist, wie viele Jahre du schon rummachst, Gott hat die beste Lösung für dich vorbereitet. Sprich aus, durch seine Streben bin ich geheilt. Heute vor 20 Jahren haben die Ärzte gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 20 Jahre vollständig geheilt. Reise in 10 Nationen rum. Nächste Woche sind wir in Indien, habt ihr gehört, 10. Nation auf 4 Kontinenten. Körperlich könnt ihr das überhaupt nicht machen. Aber was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Egal wie deine Ehe ist, wie gerade die Situation zu Hause ist bei dir, Gott hat eine Lösung auch in deiner Situation. Schmeiß dein Vertrauen nicht weg. Egal wie die Mobbing-Geschichte in deinem Geschäft aussieht, egal wie deine Finanzen aussehen, egal wie deine Situation ist in deinem Ort, wo du gerade bist, wirf dein Vertrauen nicht weg. Gott hat eine Lösung, er hat eine Hoffnung auch für dich vorbereitet. Und als dieser Jakob diese Nachricht gehört hat, sein Geist ist aufgelebt. Sein Geist ist aufgelebt, bevor er seinen Sohn gesehen hat. Bevor du die Lösung siehst, kann dein Geist aufleben. In dem Moment, wenn die Nachricht mit dem Glauben zusammenkommt. Heute hört ihr die Nachricht. Wenn die Nachricht mit dem Glauben zusammenkommt, kommt das Aufleben des Geistes zustande, bevor das Wunder geschieht. Warte nicht auf das Wunder, nimm das Wort als Beweis. Ich lade dich ein, nimm es. Hoffnung in deinem Leben. Bill Johnson hat gesagt, wir alle sind selbst dafür verantwortlich, welches Level der Hoffnung wir in unserem Leben haben. Wer von euch will ein hohes Level haben? Ja, dann wird es aufleben. Ja. Du bist selber dafür verantwortlich, je nachdem, wie viel Müll du in deine Herzen reinschmeißt, je nachdem, mit wie viel Sorgen du dich umgibst, je nachdem, mit wie viel Depression du rummachst, je nachdem, bei welchen Leuten du rumsitzt. Nochmal ja. Amen. Dein Level an Hoffnung hat damit zu tun, mit wem du dich umgibst, was du sprichst, was du anhörst, was du anschaust, welche Worte du aus deinem Mund rauslässt und wem du erlaubst, in dein Leben reinzusprechen. Die beste Quelle der Hoffnung ist immer eine Person, das ist Jesus Christus. Er ist die lebendige Hoffnung in uns. Ja? Er ist die Hoffnung, die alles neu macht. Und da möchte ich ermutigen da drin, Jesus Christus ist derjenige. Hoffnung ist keine Nachricht wie beim Jakob. Hoffnung ist eine Person und das ist Jesus Christus. Er ist die lebendige Hoffnung. Ja? Hoffnungslosigkeit raubt die Freude. Hoffnungslosigkeit investiert sich nicht mehr. Hoffnungslosigkeit raubt den Lebensmut. Wer hoffnungslos ist, bringt keine Opfer mehr, da kein Grund für das Investieren ersichtlich ist. Hoffnungslosigkeit bringt uns dazu, Ungehorsam oder in Ungehorsam zu fallen. Hoffnungslosigkeit macht das Herz krank. Kennt ihr diesen Vers in den Sprüchen? Ein unerfüllter Wunsch macht das Herz krank. Hoffnungslosigkeit macht das Herz krank. Hoffnungslosigkeit zieht Probleme an, weil der Fokus darauf gerichtet wird. Hoffnungslosigkeit raubt Glauben und führt uns in Sünde. Hoffnungslosigkeit macht müde und raubt die Schönheit des Lebens. Hoffnungslosigkeit lässt das Herz erkalten. Ich erinnere zurück an die Predigt, wo ich selber gehalten habe, dass du dein Herz nicht erkalten lassen sollst. Lass es nicht zu, dass dein Herz erkaltet. Und der Beweis dafür erstmal hier in 1. Mose 45, Vers 26. Es ist die Geschichte von Jakob, die wir gerade angeschaut haben. Bevor die Nachricht kam dieser Vers 26, die Vorgeschichte. Und sie berichteten ihm, Josef lebt noch.
Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Achtung von Jakob. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Alle zusammen. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Wenn die Botschaft des Wortes mit dem Glauben deines Herzens zusammenkommt, kommt die Kälte des Herzens raus und dein Geist lebt wieder auf. Das ist das Gute dabei. Und er hat das aber nicht geglaubt, deswegen ist sein Herz kalt geblieben. Er war ein alter Mann, kalt. Dann hat er die Botschaft der Hoffnung wieder bekommen, Josef lebt und sein Geist lebt wieder auf. Ich möchte, dass du am letzten Tag deines Lebens richtig heiß in den Himmel gehst. Manche haben freundlich gelacht, genau. Dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, Gott, ich habe alles erlebt, was du für mich vorbereitet hast. Ich gehe lebenssatt nach Hause. Es hat aber mit deinem Herz zu tun, ob du am Ende kalt bist oder nicht. Und Matthäus 24, Vers 12, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, eine Warnung von Jesus für die Endzeit. Und wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten. Lass nicht zu, dass die Gesetzlosigkeit in dein Herz reinkommt, sondern schau darauf, dass dein Herz wieder die Hoffnung bekommt und dass dein Herz nicht erkaltet wird, sondern wir wollen das Feuer für Jesus aufrechterhalten. Wir wollen die Liebe nicht erkalten lassen. Hoffnung. Lass uns mal eine Geschichte überlegen oder ein Beispiel überlegen. Stell dir mal vor, ihr geht in den Urlaub. Ihr redet als Familie 2024, ein Jahr, wir gehen in Urlaub, aber die Finanzen sind nicht so gut. Ihr habt nicht so viel Geld, aber man rechnet das Ding hoch. Kostet 4.000 Euro für die ganze Familie. Aber wir haben nur zwei. Wir müssen jetzt richtig sparen. Und ihr habt ein Ziel als Familie und sagt, jawohl, wir wollen unbedingt sparen. Ja? Und dann die ganze Familie macht mit, weil sie haben ein Ziel, eine Hoffnung. Und dann sagen sie, okay, alles klar, alle machen ihre Vorschläge, wie sie sparen können als Familie. Der kleine Sohn sagt, ich kündige mein Netflix. Das ist eine krasse Beschneidung. Der nächste sagt, ein Jahr kaufe ich keine Spiele mehr. Gut. Der nächste sagt, mein fünftes Handy verkaufe ich jetzt. Ja, genau. Scherzwitz. Die Eltern entscheiden sich, wir gehen nicht mehr aus zusammen, sondern wir sparen dieses Geld. Und jeder von denen beschneidet sich und geht runter mit seiner Lebensqualität, um Geld zu sparen für das Ziel des Urlaubs. Am Ende haben sie das Geld zusammen, sie fliegen dahin und erleben diesen Urlaub und sagen, wow, richtig guter Urlaub. Es hat sich gelohnt, dass wir uns zurückgehalten haben, weil wir eine Hoffnung vorher hatten für das, was kommen wird. Ohne diese Hoffnung kannst du keinem Jugendlichen erklären, warum sie Netflix abschalten sollen. Warum? Das kann doch nicht sein. Ja, und dann geht's los, ja. Aber mit der Hoffnung für das, was kommen wird, sind Leute bereit, Schritte zu gehen, die sie sonst nicht gehen würden. Hoffnung verändert das Leben. Und da möchte ich ermutigen, Hoffnung behält die Langzeitsicht im Blick. Hoffnung schaut in die Zukunft. Hoffnung bringt Opfer. Hoffnung bringt Glaube, denn sie erwartet und sieht Dinge, die noch nicht da sind. Hoffnung bringt Leben in deinen Geist. Wir haben es gehört vom Jakob. Sein Geist ist aufgelebt. Hoffnung bringt Freude. Also freudiges Amen ist eigentlich ein bisschen anders. Hoffnung bringt Freude. Da muss man mehr so hochgehen. Man, genau, jetzt habt ihr es drauf. Sehr gut. Hoffnung bringt Lebensmut und Hoffnung erkennt die Schönheit des Lebens. Wenn du nur auf die Medien schaust, sagst du, oh nein, Ukraine-Krieg, oh nein, Israel-Krieg, oh nein, Inflation, oh nein, Corona, oh nein, oh nein, oh nein. Und die Hoffnungslosigkeit ergreift dein Herz und will alles kalt machen. Die Hoffnung aber erkennt die Schönheit des Lebens. Und sie spricht, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und sie sagen, hey, wir werden aus dieser Krise stärker rausgehen, wie wir reingegangen sind. Und egal, wie viele Waffen gegen uns sind, aber die Waffen werden keinen Erfolg haben gegen uns.
Die Hoffnung spricht im Glauben und nicht das, was die Medien sagen. Ich lade dich ein, bleib in der Gruppe der Hoffnung. Manche Menschen sind aus der Ortsgemeinde ausgetreten und in die Telegram-Gemeinde eingetreten. Manche Menschen sind aus der Hoffnungsumgebung ausgetreten und in die Gruppe der Tatsachen eingetreten. Lass uns wieder zurückgehen zum Wort Gottes. Nicht zu einem hochinformierten Gruppe und du sagen kannst, ich habe recht, ja herzlichen Glückwunsch, hast du recht, bringt dir genau gar nichts. Jesus hätte recht, am Kreuz runterzugehen. Er müsste da nicht bleiben. Er hätte recht gehabt. Deine Rechthaberei bringt dir nichts. Brauchst du nicht. Du brauchst Hoffnung und Glaube und Liebe am Ende und nicht deine hochinformierten Tatsachen, die du alle hast. Lass nicht zu, dass diese Sache deine Hoffnung rauben, sondern nimm wieder die Hoffnung rein und werde einer, der die Schönheit des Lebens wieder sieht. Bill Johnson hat gesagt, Hoffnung ist wie ein Magnet. Sie zieht Chancen und Möglichkeiten an. Wer von euch braucht neue Chancen und Möglichkeiten? Mach es mit Hoffnung, ja? Wenn du mit Hoffnung das machst, ist wie ein Magnet. Ergreife die Hoffnung und sprich Hoffnung. Alle zusammen? Ergreife die Hoffnung und sprich Hoffnung. Also erster Schritt, nimm es. Und zweiter Schritt, sprich es. Nehmen, reden, ja? So, jetzt kommt, das ist die gute Botschaft. Jetzt kommt die schlechte Botschaft. Wer von euch will Hoffnung haben? Soll ich dir sagen, wie sie kommt? Halleluja. Erika, kannst du mal laut sagen? Genau, für die Online-Leute, ihr hört es jetzt gleich hier im Römer 5, Vers 3 bis 5. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Halleluja. Rühmen, wir preisen Gott. Wer von euch hat schon mal Gott gepriesen, mitten in den Problemen des Lebens? Nicht schlecht, ja? Die Gefühle sagen nein, 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 nein. Du sagst Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Umstände sagen, alles geht daneben, daneben, daneben. Du sagst nein, 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 ich bleib beim Herrn. Das ist dieses Rühmen, du preist den Herrn mitten in Bedrängnissen. Jetzt geht's weiter. Da wir wissen, alle zusammen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Achtung, Bedrängnis bringt Ausharren. Das ist ein schönes altes Deutsch. Auf Deutsch nennt man das Geduld. Ist so ein Lieblingswort der Deutschen. Ja? Also, wie kommst du zu Geduld? Durch Ausharren bewirkt. Vers 4, alle zusammen. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Halleluja. Und jetzt geht's weiter im Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Halleluja. Nochmal zurück zu Vers 3 und 4. Wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Also wenn du in Bedrängnis drinnen sitzt, hat es ein Produkt. Dieses Produkt nennt man Geduld. Ausharren. Ja? So, was kommt nach dieser Geduld? Da musst du deinen Glauben bewähren. Diese Ausharren bringt Bewährung. Das heißt, du musst durchhalten, nicht nur am Sonntagvormittag, sondern auch am Montagnachmittag, wenn du zum Arzt gehst. Auch am Dienstagvormittag, wenn deine Kollegen wieder schießen. Auch am Mittwochnachmittag, wenn deine Ehe wieder... Ja. Auch am Donnerstag, wenn du deine Schwiegermutter wieder siehst. Auch am Freitag, wenn du gewartet hast die ganze Zeit auf einen Termin und der wird wieder abgesagt. Auch am Samstag, wenn du ein schwieriges Krisengespräch hast. Auch am Sonntag, wenn du genau den in der Gemeinde triffst, den du nicht sehen wolltest. Das bedeutet, dass du dich bewährst, durchhaltest in allen Situationen. Und diese Bewährung, oder dieses Ausharren bringt Bewährung, und die Bewährung aber, was bringt sie? Hoffnung. Wenn du also Hoffnung haben willst, wie kommt Hoffnung zustande? Es beginnt mit Vers 3, du musst dich rühmen in den Bedrängnissen.
Preise den Herrn mitten im Gefängnis. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der heilt alle deine Krankheiten, der dich aus der Grube erlöst. Also fang an, Glauben zu sprechen, mitten in den Problemen. Und dadurch kommt zustande, dass dieses Ausharren kommt. Beim Ausharren kommt die Bewährung. Wie lange du dich bewähren musst, keine Ahnung. Manche brauchen einen Tag, manche ein Jahr, manche 10 Jahre. Ja, genau. Erfahrungsleute, genau. Und am Ende kommt ein wunderschönes Paket raus. Und dieses Paket nennt man Hoffnung. Du kriegst Hoffnung nicht dadurch, dass du Hoffnungsbücher liest oder Hoffnungspredigten anschaust. Du kriegst Hoffnung, wenn du durchhältst in Bedrängnissen, die Geduld nicht aufgibst, die Bewährung des Glaubens durchziehst. Am Ende kommt etwas raus, etwas wie unter Druck, Diamanten unter Druck. Hoffnung. Und diese Hoffnung ist eine Sache, die geht bis in die Ewigkeit durch. Kennt ihr 1. Korinther 13, Vers 13? Am Ende bleiben 3 Dinge. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die größte ist die Liebe. 3 Sachen gehen bis in die Ewigkeit. Leider nicht dein Haus und auch nicht dein Auto. Und auch nicht dein Garten. Bleibt leider hier. Nur 3 Dinge gehen durch. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die größte ist die Liebe. Halleluja, Liebe, genau. Und ich lade dich ein, dass du dein Leben auf Glaube, Hoffnung und Liebe setzt, weil das wird durchgehen. Was sprichst du in deinem Leben über deine Kinder, über deine Familie? Was sprichst du über deine Arbeit? Was sprichst du über deine Rente? Deine Rentenzeit wird die beste Zeit. Und deine Arbeitszeit ist auch die beste Zeit. Genau. Was redest du über den Krieg? Was redest du? Mann, bin ich überfordert. Nein, wir haben gestern gehört, richtig starke Botschaft gestern vom Dennis, wenn du es verpasst hast, schau es dir an. Alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Du kannst alles durch den, der dich kräftig macht. Und das ist durch Jesus Christus. Ich möchte ein paar Verheißungen geben. Und zwar Verheißung Nummer 1 ist auf Frieden. In Jeremia 29, Vers 11. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott hat Frieden für dich vorbereitet. Er hat Hoffnung für dich vorbereitet. Und Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben. Verstehe eins, dass Gott dir Frieden geben will und einen guten Plan hat, auch für deine nächsten Jahre dir vorbereitet. Er hat gewusst, dass du im Jahr 2023 leben wirst. Er hat sich entschieden, dass du jetzt leben wirst. Er wusste, dass du heute hier im Pforzheim rumsitzt oder dass du eingeschaltet hast. Er wusste das. Er wusste das und er hat dich genau hier hineingelegt, genau für diesen Zweck. Und wir wollen weiterschauen. Freude. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung. Es gibt einen Gott der Hoffnung. Das ist unser Gott, ja? Der Gott der Hoffnung. Aber erfüll euch mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wow. Es gibt einen Gott der Hoffnung. Der will euch erfüllen mit aller Freude. Und mit Frieden und Glauben. Warum? Damit wir überreich sind in der Hoffnung. Darum geht's. Was macht also der Geist der Hoffnung? Er bringt dich hinein in die Freude. Wir wollen das heute tun. Wir wollen heute hier tanzen für den Herrn. Seid ihr bereit? Gleich, bin gleich fertig und dann können wir tanzen für den Herrn. Wenn du nicht kannst körperlich, kannst du wenigstens so machen, ja? Das ist schon okay. Die anderen können auch. Wir wollen aber nicht nur in der Freude denken, sondern auch in der Freude handeln. Ja? Warum? Weil Hoffnung bringt uns zur Freude, steht hier drin. Der Gott der Hoffnung, aber füllt euch mit aller Freude. Nummer 3, er gibt dir neue Kraft. Alle zusammen, neue Kraft. Ja? Wo steht es? In Jesaja Kapitel 40, Vers 31, ein ganz bekannter Vers, alle zusammen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Stopp. Was brauchst du also, um neue Kraft zu bekommen? Hoffnung auf den
Herrn, nicht auf deinen Pastor und nicht auf deinen Arzt und nicht auf die Regierung und auch nicht auf deine Rente. Du brauchst Hoffnung auf den Herrn. Er ist die lebendige Hoffnung. Setz doch nicht deine Hoffnung in Menschen, die werden zu 100% daneben gehen. 100%. Hoffe doch nicht auf Menschen. Hoffe auf den Herrn. Hier steht drin, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Also wenn du neue Power brauchst, neue Kraft oder du fühlst dich kraftlos, was brauchst du? Hoffnung in den Herrn. Ja? Sie heben die Schwingen empor wie Adler. Sie laufen und matten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Amen. Hier ist die Verheißung. Ich möchte es dir geben, wenn du neue Kraft brauchst, sprich täglich das aus. Immer wieder, immer wieder. Und Punkt Nummer 4, Gott ist unser Schutz. Psalm 119, Vers 114, mein Schutz und mein Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich. Ja, mein Schutz und mein Schild bist du und auf dein Wort hoffe ich. Hoffe nicht auf irgendwelche Zusagen von Menschen, hoffe auf den Herrn und hier, er ist unser Schutz. Sprich Hoffnung und Leben. Ergreife die Hoffnung, dass auch dein Kind nach Hause kommt, so wie bei Josef und zu Jesus findet. Gib Hoffnung an die nächste Generation weiter und werde ein Hoffnungsträger in deinem Umfeld. Weiterklicken. Genau. Weiter. Ja, ist okay. Ist gut. Hier steht drin, Hoffnung ist ein Produkt seiner Gegenwart. Bill Johnson hat das gesagt, also wenn du Hoffnung brauchst, wo musst du sein? In seiner Gegenwart. Du musst in Jesus sein. Dann bekommst du Hoffnung. Du wirst nicht blind für die Realitäten des Lebens, aber du weißt eins, Gott ist mein Versorger. Viel mehr, wie die Realität es eingeben kann. Römer 8, 28 sagt, wir bewissen, dass denen, die Gott lieben, alle zusammen, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, nach Luther. Ja. Es gibt eine Gruppe, für die werden alle Dinge zum Besten dienen. Alles. Alles. Nur für die, die Gott lieben. Und ich lade dich ein, bleibe in diesen drei Dingen, Glaube, Hoffnung und Liebe. Für die, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Sie müssen dir zum Besten dienen. Gott hat es verheißen, aber bleibe in der Liebe, sonst dienst du dir zum Tod. Wenn du in der Liebe bleibst, musst du dir zum Besten dienen. So steht es eben drin. Selbst im Tal des Todesschatten, nach Psalm 23, können wir Gott in einer so tiefen Weise erleben, dass es zu der besten Zeit unseres Lebens werden kann. Und das hat der Bill Johnson gesagt, nachdem er seine Frau verloren hat, nachdem seine Frau gestorben ist, hat er gesagt, ich war im Tal des Todesschatten. Und ob ich schon fürchtete, das finstere Tal oder den Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. So steht es eben drin. Und ich lade dich ein. Der Schlüssel hier ist diese Hoffnung. Halte die Hoffnung. Wie bekommen wir diese Hoffnung? Wir haben schon gelernt, durch Bedrängnis und durch Umstände. Aber hab einen Blick auf Jesus. Hab deinen Blick auf Jesus. Wir wollen wieder zurück zu der Geschichte, bei der wir angefangen haben. Jakob kriegt die Botschaft, sein Sohn lebt. Wir wollen das mal jetzt eine Stufe höher anschauen. Was ist das für eine prophetische Botschaft für uns heute im neuen Bund? Das ist ein Bild auf Jesus. Lass mal hineinschauen. 1. Mose 45, Vers 27 und 28 haben wir schon gelesen. Da redeten sie alle Worte Josefs, der zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Und Israel, also der Jakob, sprach, alle zusammen, genug, mein Sohn Josef lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Diese Aussage ist eine prophetische Botschaft für uns heute im Neuen Testament. Josef lebt noch. Jakob bekommt die Botschaft, er lebt. Sein Geist lebt auf. Er spricht. Erstens, genug.
Jesus alleine reicht aus. Mein Sohn lebt noch. In dem Moment bekommt er eine Hoffnung. Mein Sohn lebt. Der Sohn lässt den Geist aufleben. Das steht für eine Bekehrung. Er sagt genug. Also Jesus reicht aus. Und ich will ihn sehen, bevor ich sterbe. Also ihn sehen, bevor ich sterbe. Das heißt Bekehrung zu Jesus vor dem Tod. Mal weitermachen. Weiterklicken. Genau. Sohn bringt Hoffnung. Nächstes. Sohn lässt den Geist aufleben, ist die Bekehrung. Genug, Jesus reicht aus. Und ich will ihn sehen, bevor ich sterbe, also vor dem Tod. Entscheide dich für Jesus, bevor du stirbst. Amen. Nimm Jesus an. Er ist genug. Für ihn reicht alles. Also er alleine ist ausreichend für alles. Den Geist aufleben kann niemand außer der Sohn selber durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt. Und Sohn bringt Hoffnung. Du hörst die Botschaft und gestern haben wir es gesehen, Menschen sind zum Glauben gekommen. Richtig, richtig stark, was Gott tut. Halleluja. Römer 4, Vers 18. Es gibt einen Mann, ein Glaubensmann, ein Vorbild für mich, der heißt Abraham. Und den mag ich. Und da steht drin, in Römer 4, Vers 18, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Also nochmal, gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Richtig cool, wir gehen gleich rein. Damit er ein Vater vieler Nationen wurde, nach dem, was gesagt ist, so soll dein Nachkommenschaft sein. Es gibt hier einen Mann in der Bibel, da war etwas gegen seine Hoffnung, nämlich die Realität. Er guckt auf seinen Körper, geht nichts mehr. Guckt auf seine Frau, geht auch nichts mehr. Die Leute, das ist hoffnungslos. Da kann man nichts mehr machen. Geht nichts mehr. Deutlich nein. Da waren also die Tatsachen, die gehen gegen seine Hoffnung. Geht nichts mehr, unmöglich. Aber was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Unheilbar. Hast du es nicht kapiert? Es geht nicht. Nein. Und da kommt diese Aussage gegen Hoffnung. Und dieser Abraham sagt, nein, ich glaube gegen die Hoffnung. Wohin? Auf Hoffnung. Du wirst zwei Sachen erleben. Leute, die gegen dich gehen mit Realitäten, die dramatisch, faktisch richtig sind, aber biblisch total nicht haltbar sind. Und du entweder schaust du auf die Tatsachen, also gegen Hoffnung, oder du schaust auf das Wort Gottes für Hoffnung. Abrahams Schlüssel war, er hat nicht auf die Tatsachen geschaut, er hat gegen die Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt. Bitte glaube auf Hoffnung hin, nicht die Realitäten, sondern auf Hoffnung hin. Als ich damals unheilbar krank war, die Ärzte sagen hoffnungslos, also gegen Hoffnung, habe ich geglaubt auf Hoffnung hin. Jesus, du bist meine lebendige Hoffnung. Versteht ihr, was das bedeutet? Hebräer 11 sagt, Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Hoffnung ist also die Grundlage. Die Hoffnung ist das, was wie die Bühne hier, wo wir draufstehen. Und Glaube ist etwas, wo die Hoffnung die Grundlage in die Realität bringt. Es wird verwirklicht. Man nennt das auch Wunder. Etwas, wo du die Hoffnung hast, kommt in die Realität. Es wird verwirklicht. Das nennt man Wunder. Also das ist Glaube. Glaube nimmt die Hoffnung und bringt es in deine Realität hinein. Das ist Glaube. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Du brauchst aber die Grundlage der Hoffnung, sonst funktioniert es ja nicht. Was willst du glauben? Auf dich selber? Bringt gar nichts. Ja? Du brauchst die Hoffnung und deswegen brauchen wir Glauben, um diese Hoffnung in die Realität zu bringen. Jetzt kommt ein poetischer Satz. Bitte jetzt ganz poetisch zuhören, mitlesen. Wer hoffnungslos ist, kann die schönsten Momente erleben, an den schönsten Orten der Welt sein,
die tiefsten und stärksten Gottesdienste erleben und nichts davon erkennen. Wer von euch hat schon mal gehört, dass es solche Leute gibt? Gut. Wer voller Hoffnung ist, kann am schlimmsten Ort der Welt sein, durch die schlimmsten Umstände durchgehen, von den Menschen verlassen und allein sein und doch die Schönheit des Lebens sehen und in Gottes Gegenwart die beste Zeit erleben. Hier wäre ein gutes Amen notwendig. Amen. Paulus im Gefängnis, überhaupt nichts schön, festgemacht, betet Gott an. Er hat Hoffnung. Er ist am schönsten Ort der Welt, weil er Gott anbetet. Manche Menschen sind in einer Villa, haben Schiffe, Autos, haben die schönsten Umstände und keine Hoffnung und sind in einem Gefängnis der Depression. Wie viele Leute habe ich schon gesehen? Ich lade dich ein. Dein Bankkonto entscheidet nicht über dein Leben, auch nicht dein Haus und auch nicht dein Garten und auch nicht dein Auto. Es hat was zu tun mit deinem Herzen. Bleibe voller Hoffnung. Bleibe da drin, voller Hoffnung. Kolosser 1, Vers 27. Wir kommen langsam zum Ende. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, alle zusammen, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit oder Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist in dir drin und da gibt es etwas, eine Hoffnung auf Herrlichkeit oder eine Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung ist in dir drinnen für die Herrlichkeit und das ist ein Geheimnis, mega Geheimnis. Galater 5,5 sagt, wir nämlich erwarten durch den Geist des Glaubens die Hoffnung der Gerechtigkeit. Hoffnung und Glauben hängen immer zusammen, immer, immer, immer und die funktionieren nicht ohne Liebe. Also Glaube, Hoffnung, Liebe gehört immer zusammen. Und durch den Geist des Glaubens erwarten wir die Hoffnung der Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Eines Tages wird Gott jede deiner Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Geschrei mehr geben, kein Schmerz mehr geben, kein Elend mehr geben, keine Ungerechtigkeit mehr geben, keinen Krieg mehr geben, denn das Erste ist vergangen. Amen. Das ist diese Hoffnung auf der Gerechtigkeit. Kolosser 1, 23, Lobpreisteam kann schon langsam nach vorne kommen. Kolosser 1, 23. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der, alles zusammen, Hoffnung des Evangeliums. Wow. Es gibt eine Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, dass in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wow. Die Bibel ermutigt uns, dass wir im Glauben festhalten, gegründet sind, nicht abbringen lassen. Wovon nicht abbringen lassen? Von der Hoffnung des Evangeliums. Manche Menschen wurden durch ihren ganzen Social-Media-Nachrichten vom Hoffnung des Evangeliums abgewinnt. Hör damit auf. Bleibe unabbringlich, fest gegründet in der Hoffnung des Evangeliums. Das ist schon seit 2000 Jahren da drin, steht es schon drin, bleibt da drin. Ihr habt das gehört, es wurde die ganze Schöpfung gepredigt und dessen Diener Paulus geworden ist. Wir predigen hier das Wort Gottes. Wir laden dich ein. Halte die Hoffnung des Evangeliums fest. Halte sie fest. Die letzte Bibelstelle und dann wollen wir tanzen. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt, alle zusammen, Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Halleluja. Wir wollen jetzt das, was wir gehört haben, festmachen. Wir wollen euch nicht vorrufen zum Gebet, sondern wir wollen das tun, was das Wort sagt. Wenn Hoffnung kommt, was haben wir gehört? Der Geist der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude. Jetzt wollen wir es tun. Mit unserem Mund, mit unseren Händen, mit unseren Füßen wollen wir es Gott anbeten. Haben wir ein Tanzlied? Ja. Let's go. Wollen wir es tun?
Komm nach vorne, macht einfach Botschaft. Die Botschaft fest. Wir wollen jetzt Gott alle Ehre geben, mit Freude ihn anbeten. Vater, wir sagen dir Danke, dass der Geist der Freude in uns ist. Wir wollen das jetzt tun und bewusst die Hoffnung annehmen in Jesu Namen. Wir geben dir alle Ehre und wir sagen dir Danke, dass die Hoffnung in uns aufgehen wird, richtig stark werden wird in Jesu Namen. Amen. So, ihr dürft vorkommen. Wir wollen jetzt Gott anbeten mit einer Freude für den König Jesus. Sei mutig.